heu miteinander, heuer sind Wahlen und wir von unseren Kindern haben jetzt auch noch ein paar Fragen an die Kandidaten. Schaust du Netflix? Ja, also sehr viele Dokumentationen und hat sie jetzt aber auch durch die Geburt der Tochter vor 2 Jahren sehr, sehr stark reduziert. Hast du ein Motto? Ich selbst habe für mich einfach ein Lebensmotto, jetzt nicht als Politiker, aber es kann auch für uns gelten. Es ist einfach machen. Und man kann lange über irgendetwas umeinander diskutieren, aber wichtig ist einfach, dass gewisse Sachen einfach endlich einmal umgesetzt sind. Und kommen werden, dann kann man wieder den nächsten Schritt machen. Ja, also ich habe es eben ähnlich. Ich bin auch eine, die es nicht gerne hat, wenn gejummert wird. Ich denke, Alter, dann musst du bei dir anfangen, deine Ideen versuchen umzusetzen und etwas zu realisieren, was dir im Moment vielleicht nicht passt. Was ist dein Lieblingsplatz in Vaduz? Ich gehe viel gelaufen in meiner Freizeit und mein Lieblingsplatz ist auf dem Weltschloss. Hier finde ich es ganz schön ruhig. In der Regel bin ich meistens alleinig hier. Und es ist so ein Plätzchen, wo es ein bisschen versteckt im Wald ist, wo man von unten praktisch nicht sieht. Und dort bin ich ganz gerne. Ich bin gerne ums Haus herum. Es ist ein bisschen ein paar versteckte Örtchen, wo niemand Einblick hat. Und dort lege ich gerne auf dem Boden, bin gerne eine Zeitung lesen und schaue auf den Himmel auf. Kennt man die Vaduz überhaupt? Ja, ich glaube, man kennt mich schon. Ich bin engagiert, vor allem jetzt im Moment hier in der Schule von Vaduz. Dort, denke ich, kennen mich alle Familien mit schulpflichtigen Kindern, weil ich dort mitarbeite im Elternrat. Und sonst halt die hier von Vaduz sind, weil ich halt dort von dort aufgewachsen bin, denke ich, kennen mich einige. Aber ja, ich denke, man kennt uns, wenn wir halt dort beim Städtli auf Weg sind. Ich glaube, es ist schon noch etwas, wo, ja. Ja, also im Städtli, klar, wir haben das Geschäft im Städtli und durch das lernt man Leute automatisch kennen. Und ja, ich oder wir als Familie kaufen noch viel zu Vaduz ein. Gehen mit dem Rad oder zu Fuss durch Vaduz ins Geschäft rein. Und durch das hat man doch den Kontakt zu den Leuten. Wieso sollten die meine Eltern wählen? Ich habe viele Ideen und setze die auch gerne um. Und wenn deine Eltern auch gute Ideen für Vaduz haben, dann hocke ich gerne mit einem Zimmer, lassen wir es an und dann kann man schauen, wie wir das Zimmer umsetzen bringen. Es ist eh etwas, was ich gerne tue, sich für Sachen einsetzen, herstehen, auch wenn es manchmal gegen den Strom ist. Aber es braucht es, dass man etwas vorwärts bringt. Also ich bin sehr viel in Kontakt mit unterschiedlichsten Leuten zu Vaduz. Mit Kindern, mit den Eltern der Kinder, mit älteren Menschen. Und ich glaube, ich habe sehr viel Erfahrung, auch, was die alle brauchen, die Bedürfnisse, die sie haben, wie sie gerne wohnen, wie sie gerne arbeiten, was für Plätze dass sie gerne hätten, von dort selber, um sich wohlfühlen. Und ich glaube, meine Bedürfnisse und Ideen könnte ich ganz gut einbringen.